In Mönchengladbach startete die Charity Allianz ein einzigartiges Pilotprojekt. Ein kostenloser Fahrdienst für die Generation 70+. Egal, ob einfach nur eine nette Spritztour unternommen werden soll, persönliche Angelegenheiten zu regeln sind oder Hilfe beim Einkaufen benötigt wird. Für alles das können Senioren ab jetzt völlig kostenlos über einen Chauffeur mit Auto verfügen. Die Unterstützung durch starke Partner aus der Wirtschaft hat das erst ermöglicht. Wir haben in den vergangenen 4 Monaten über 14.000 Menschen zu den Impfzentren gefahren. Die waren auch alle über 70. Und unsere Fahrer erzählten uns im Nachhinein, dass die Seniorinnen und Senioren bedauert haben, dass es so einen kostenlosen Shuttle-Service nicht das ganze Jahr über gibt. Dann haben wir mit einem unserer Sponsoren, nämlich mit Rewe, gesprochen und haben einfach angefragt, ob man sich vorstellen könnte, sich hier sozial zu engagieren und in Nordrhein-Westfalen einen Senioren-Shuttle täglich laufen zu lassen. Daraufhin haben wir Kontakt mit den Kommunen aufgenommen. Die erste, die reagierte, war Mönchengladbach. Und somit starten wir jetzt aktuell mit 10 Fahrzeugen in Mönchengladbach. Auch seitens der Stadt Mönchengladbach wird das private Engagement begrüßt, dient es doch dem Ziel, einem Verlust an Lebensqualität besonders der älteren Generation vorzubeugen. Viele Menschen sind eben auch heute im Alter lange zu Hause. Sie wollen zu Hause leben bleiben, das ist ja auch richtig und gut so. Aber sie wollen auch rauskommen, sie wollen ihre Freunde besuchen, sie wollen mal einkaufen gehen, zum Arzt, zum Friedhof, wohin auch immer. Und dass wir jetzt diese Lücke so ein bisschen schließen können durch ehrenamtliches Engagement, durch ein kostenloses Angebot, ist echt toll. Es ist doch super zu sehen, dass eben nicht nur ältere Menschen hier anrufen können, um gefahren zu werden, sondern dass es eben auch Ältere gibt, die sagen, naja, ich krieg Rente, bin früher viel Auto gefahren, warum soll ich mich nicht engagieren? Und den Kontakt mit anderen suchen, das ist schön zu sehen, wie dieses soziale Engagement in Mönchengladbach funktioniert. Senioren engagieren sich für Senioren. Wer hier tatkräftig unterstützen möchte, ist herzlich willkommen. Für Wolfgang Wagner war es von Anfang an eine klare Sache, hier mitzumachen. In meinem Umfeld, wo ich wohne, da wohnen überwiegend also auf der Straße alles ältere Leute. So, die können sich selber nicht mehr helfen und die sind auf Hilfe angewiesen. Und weil die selber nicht mehr zum Einkaufen kommen, die eine sitzt im Rollstuhl, die ist auf eine Gehhilfe angewiesen. Und deshalb habe ich mich dafür interessiert, hier jetzt zu fahren und egal wohin die möchten. Der Fahrdienst zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus, da er nicht an einen Zweck gebunden ist. Auch weiter entfernt gelegene Ziele können angefahren werden. Dörte Schall, Beigeordnete der Stadt Mönchengladbach, rechnet mit viel Zuspruch und einer hohen Nachfrage unter den Senioren. Ich bin ganz gespannt. Wir starten jetzt hier mit 5 Wagen und 10 Fahrerinnen und Fahrern. Wir werden sehen, wie das angenommen wird. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr gut angenommen wird, dass der Bedarf sehr hoch ist, sich mal schnell irgendwo hinfahren zu lassen, dabei den zwischenmenschlichen Kontakt zu Fahrerinnen und Fahrern zu haben. Und die 10 Autos, die uns da angeboten wurden in längerer Frist, die werden wir sicher brauchen. Wer sich als Chauffeur zur Verfügung stellen möchte, kann dies telefonisch oder per E-Mail machen. Die Buchung der Fahrten erfolgt telefonisch über eine Hotline.